Luis, 1:1 am Ende beim VfB Homberg. Lange Zeit haben wir das Spiel im Griff gehabt. Dann das 2:0 verpasst und dann genau. Das ärgerliche Gegentor. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ärgert einen natürlich. Ich fand uns in der ersten Halbzeit klar überlegen. Haben es gut gemacht, gehen verdient in Führung. Bringen es bis zur Halbzeit in die Kabine. Haben viel Ballbesitz gehabt und müssen dann einfach in der zweiten Hälfte den Sack zumachen mit dem 2:0. Und wie dann so ein Spiel läuft, dann kriegst du das 1:1, unnötig doof, und dann ist das Spiel wieder offen und dann kannst du ja fast in der 90. noch das 2:1 gegen dich kriegen. Aber im Endeffekt wollten wir natürlich gewinnen und haben es nicht geschafft und ärgern uns deswegen jetzt. Also erst 2 Punkte verloren, würdest du so sehen? Ja, würde ich so sehen. Du musstest nachher auf die Linksverteidigerposition genau. Rausgehen, weil, glaube ich, Tolga hat sich verletzt. Genau, hoffentlich nichts Schlimmes. Eine gute Position, oder? Auf jeden Fall. Habe ich letzte Saison einmal gespielt, auch für ein paar Minuten, aber sonst auch noch nie in meiner Karriere. Ist dann bitter gelaufen mit der gelben Karte sofort, musste danach aufpassen und war dann ein bisschen gelb-rot gefährdet und musste deshalb auch raus dann. Ja, genau. Ja, die Homberger forderten danach, glaube ich, hat es einen Foul an Kajoko, glaube ich, gemacht. Genau, aber nee, der Schiri hat sofort gesagt, das ist keine gelb-rote Karte, und dann sehe ich auch so. Jetzt geht's weiter Mittwoch bei dem Heimspiel zu Hause gegen SV Lippstadt im Westfalenpokal. Was erwarten uns da für ein Spiel? Ein schwieriges Spiel natürlich. Pokal ist immer schwierig, aber wollen wir natürlich eine Runde weiterkommen und es wird uns auch gelingen. Alles klar, ich danke dir trotz allem, schönes Wochenende und weiter geht's am Mittwoch. Danke.